Paraguay in Südamerika, das kennen wir ja, glaube ich. Aber Paraguano, muss ich ehrlich sagen, habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Die Julia, die hat gesagt, wir haben Tiere aus Paraguano. Welche, weiß ich nicht. Wo das ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir klären das jetzt mal alle. Die Julia ist da und erklärt uns, welche Tiere in Paraguano kommen. Das ist eine kleine Halbinsel vor Venezuela. Denkt also man, im Meer gelegene Halbinsel? Genau. So. Denkt man natürlich erstmal, okay, Venezuela, tropisch. Paraguana ist nicht tropisch. Ich als Papageienfreund, Venezuela, Amazone, finde ich immer schon toll. Heute reden wir nicht über Papageien. Und das ist nicht tropisch. Nicht. Die kommen tatsächlich eher so aus dem inneren Gebiet von Paraguana. Da ist es so, dass wir hier wirklich von Sanddünen reden, von sandigem Untergrund. Urlaub, Strand. Kakteen vielleicht nicht. Strand, Kakteen. Ja, nee. Luftmatratze, ganz ungünstig. Genau. Wir reden heute von der Cheyenne-blauen Vogelspinne. Blau ist das wirklich nicht. Das ist die Jugendfärbung. Das heißt, die wechselt die Farbe mit dem Alter. Genau. So sieht die aus, wenn die größer also wird. Also die Dose würde ich jetzt vielleicht nicht öffnen. Da kriegt man ja ein besseres Bild, dann spiegelt ja, das. Ja, definitiv. So. Da kriegen sie ein besseres Bild. Aber wenn Problem? Die jetzt anfängt zu rennen, Spinne. Dann rennen so, wir alle hinterher. Die sieht also schon farblich ein bisschen anders aus. Wieso rennen wir alle hinterher? Ich bleib hier sitzen. Oh, die ist ziemlich schnell. Wenn ihr die gefangen habt, dann könnt ihr mir die wiederbringen. Ich bleib so lange hier. Ich habe nämlich noch Kaffee da. Ne? Ja, so ein bisschen Frühsport am Morgen, warum nicht? Ja, ein bisschen Frühsport. Der ist ja ganz still geblieben. Das macht die Ruhe. Also Frühsport fällt heute aus. Ist die schon ganz erwachsen? Nee, das ist ein fast adultes Weibchen. Also da kommt noch ein bisschen was. Wie groß ist denn eine Spinne? Wenn ich jetzt sage, meine Hand ist die Spinne, das ist der Körper, das ist die Beine. Ist die dann so groß oder messen wir den Körper? Also tatsächlich ist es bei den Spinnenzüchtern so verbreitet, dass wir die Tiere wirklich von dem vorderen Körper Teil bis zum hinteren Körperteil ohne Beine messen. Das heißt, wenn hier also dein Maul wäre, würde ich die so messen. Genau. So, und die sitzt jetzt in der Wüste, in der Sanddüne oder wo finde ich die? Es ist jetzt nicht ein reiner Bodenbewohner, auch kein reiner Baumbewohner, es ist ein Strauchbewohner. Vogelspinnen gibt es ja ganz viele verschiedene Arten. Da gibt es aber auch Lauerjäger und da gibt es auch aktive Verfolgungsjäger. Also in der Regel sind es fast alles Lauerjäger. Es gibt Vogelspinnen, die wirklich auch mal aus ihrer Höhle rauskommen, um im Endeffekt nach einer Beute zu suchen, gerade wenn eine ganze Zeit lang keine Beutetiere verfügbar waren. Also wenn sie Kohldampf geschoben hat, stellt sie fest, dass ihr Versteck ungünstig platziert ist vielleicht. Und dann wechselst du den Platz auch, oder? Kommen in der Regel eigentlich immer zu ihrem angestammten Platz wieder zurück. Aber so einen richtigen Beutefänger ist keine Vogelspinne. Also ist kein oder Jäger. Beutejäger. Nee. Wir unterscheiden bei den Vogelspinnen ganz klar immer unter Röhrenbewohner, Bodenbewohner und Baumbewohner, sowie Strauchbewohner. Aber Röhre wäre ja die Erdröhre. Ja, Röhrenbewohner gehen relativ tief in die Erde. Da reden wir dann von Arten, die zum Beispiel auch Mäusebauten ganz gerne benutzen, um da zu leben. Welche, die schon metertief in die Erde gehen. Ich merke schon, das ist alles heute viel zu komplex für mich. Und was macht die? Die lebt im Strauch. Ja. Da macht die sich ein Nest. Oder genau, da webt sie ganz viel, gehört zu den stark webenden Arten. Macht eben kein Radnetz, so wie wir das sehen, was man im Morgentau an irgendwelchen Sträuchern sieht, sondern sie macht sich nur eine Höhle aus ihrem Netz. Und da lebt die jetzt drin. Ja. Wenn die jetzt 5 cm groß ist, dann ist das Netz vielleicht 10 cm eine Höhle. Ja. Dann braucht die da auch nur ein Terrarium von 10x10x10. Nein, da wir hier von wirklich auch von einer stark webenden Art reden, muss schon wirklich Platz gelassen werden, damit das Tier Gespinste auch wirklich bauen kann, weil die kleiden nicht nur ihre Höhle mit den Netzen aus, sondern auch vor der Höhle, um halt zum Beispiel Beute da drin festzusetzen. Das heißt, das Netz ist auch klebend und würde auch Insekten anhalten. Da bleiben also auch ganz gerne Heuschrecken drin hängen. Wir haben jetzt hier in der Dose jeweils eine und im Terrarium auch eine. Aber vermehren können die sich ja nur, wenn Pärchen ist. Genau. Und warum haben wir da nur eine drin? Weil dieses Weibchen garantiert das Männchen fressen würde, wenn sie gerade nicht paarungsbereit ist. Und das ist sie einfach noch nicht. Sie ist noch keine 1,5 Jahre alt. Also so circa mit 1,5 Jahren wird diese Vogelspinne geschlechtsreif. Und woran sehe ich das? Beim Weibchen sehr, sehr schwierig. Beim Männchen im Endeffekt anhand der Reifehäutung. Und dann meine ich, die sind jetzt paarungsbereit. Und dann tue ich dann Männchen rein und dann isst sie den auf. Mit ganz viel Pech kann das schon passieren. Bei einem Männchen merkt man schon, dass er paarungsbereit ist. Die Reifehäutung setzt ein, das Tier kriegt Bulben, es fängt an zu klopfen. Was kriegt das? Bulben.
Was denn ein Bulben? Da wird das Sperma drin aufgeladen. Ich glaube, wir lernen heute zu viel. Wir unterhalten uns jetzt, glaube ich, über ganz was anderes. Ne? Wo finde ich die Bulben? Vorne an den Tastern, an den Beinen. Da sind die Samen. Genau. Im Endeffekt, die bauen ein Spermanetz. Daran wird dann das Sperma aufgelegt. Sie füllen die Bulben und dann kann das Tier zur Paarung zum Weibchen. Mal so einfach erklärt. Und wenn das Weibchen keinen Bock auf die Bulben hat, dann frisst du den auf? Mit Pech frisst du ihn auf. Also man sollte vor einer Verpaarung das Weibchen vernünftig füttern. Das sollte schon ordentlich im Futter stehen, gut dick sein, damit sie im Endeffekt den guten Herren nicht als Futter sieht. Habt ihr euch das alle gemerkt? Für euer nächstes Leben, falls ihr mal als Vogelspinne auf der Welt kommt und seid männlichen Geschlechts, das dann geht ist laufen. Nicht nur ein Restrisiko des Lebens, das ist das eigentliche Risiko. Und dann paaren die sich und dann legt das Weibchen Eier. Wo legt sie die hin? In die Röhre wieder rein? Nee, also die tut ein Netz spinnen, ein sehr feines Netz, wo drin dann die Eier abgelegt werden. Dieses, nicht in der Röhre? Nee, dieses ballt sie dann zu einem Kokon und den trägt sie durch die Gegend. Auf dem Rücken? Nee, zwischen den Fangzähnen. Das ist ja nur so ein ganz kleines Netz. Also bei so einer Chromatopelma sind es im Endeffekt zwischen 80 und 160 Eier, die da drin das sind. Ist eine Chromatopelma. Das ist eine Chromatopelma. 160 Eier ist nur ein ganz klein bisschen optisch. Die sind da mikroklein. Im Endeffekt sind sie so groß wie ein Stecknadelkopf. Und die trägt sie vorne im Mund mit sich. Genau, dann kann sie aber doch nie essen. Nee, sie isst in der Zeit auch nichts. Und wie lange dauert das? Das dauert ungefähr 6 bis 8 Wochen, bis sie dann den Kokon öffnet und die Jungtiere entlässt. Nicht genau. Wie bei Hühnerküken, die selber schlüpfen, sondern die macht dann ein Nest auf und sagt, Kinder, so, jetzt kommt mal eine frische Luft. Das heißt, die macht die dann auf und die Kleinen haben dann Pech und so wieder ein Männchen vielleicht und dann werden die auch aufgefressen oder wie geht Nein, das? Nein, die Mutter entlässt die Jungtiere aus dem Kokon und die Tierchen bleiben dann 1 bis 2 Häutungen noch bei der Muttertür. Und wenn wie lange sie dann dauert denn diese Häutung? Bist du so groß? 14 Tage. Dann frisst sie also einmal rund 3 Wochen nichts, dann noch 2 Wochen nichts? Nee, die geht aktiv jetzt wieder auf Jagd. Ach so, wenn die Jungen laufen auf Jagd, aber nicht auf ihre Kinder. Genau, nee, die geht nicht auf die Kinder, sondern bringt dann große Beutetiere mit zurück ins Nest und da gehen auch die Jungtiere mit dran. Ne? Aber wenn ja die Eier so ungefähr Stecknadelkopf groß sind, dann ist der ja jetzt schon 100-mal so groß. 2 bis 3 Fresshäute. Wie lange dauert das so ungefähr, bis die auf diese Größe ist? Würde ich sagen, 1 Zentimeter mit Beine. Der Körper ist noch sehr klein. Das Tier ist von Juni diesen Jahres. Da müssten wir dann jetzt auch dabei sagen, dass wir Mitte August haben. Also es ist 2 Monate alt. Ja. Wie oft häuten die denn? Also Jungtiere häuten sich am Anfang relativ regelmäßig. Man kann das schon so sagen, einmal im Monat mindestens. Und dann nach der 2. Häutung, dann sagt die Mutter, hier, ich mach mal die Tür auf und ihr geht mal auf den Hof spielen? Oder wie tatsächlich machen die es von alleine. Ne? Und die werden dann immer größer, immer aktiver und dann verlassen sie von selbst und gehen selbstständig auf die Suche nach einem neuen Bau. Das heißt also, die Mutter macht das Netz auf, lässt die Kinder raus und die bleiben automatisch bei ihr. Die passt nicht auf, sag ich mal, wie ein Fisch oder wie eine Glucke und sammelt immer alle, die wegkommen, wieder ein, sondern die bleiben alle ganz freiwillig bei ihr. Und so nach 2 Monaten, dann sagen die, weißt du, ihr gibt eh nicht genug zu essen und jetzt suche ich mir eine neue Gegend, einen neuen Platz, einen eigenen Platz. Und dann werden die wieder Einzelgänger, bis die nach 1,5 Jahren ungefähr zuchtweg sind. Dann darf man das Männchen, ein Weibchen besuchen. Wie lange sind die denn dann zusammen? Wenn es hochkommt, ein paar Stunden. Mhm. Und dann sollte das Männchen hoffentlich schnelle Beine machen und weg sein. Oder es wird gefressen. Also Weibchen vorher immer gut füttern. Terrarium ist ja jetzt hier so eingerichtet. So ist das richtig? Ja, oder? Also da sollten wirklich viele Möglichkeiten bestehen, dass sie ihr Gespinst verankern kann. Also sprich viele Äste, viele Sträucher drin sein. Eine Höhle sollte trotzdem und vorgegeben sein. Und das wäre jetzt auch die richtige Terrariengröße? Ja. Größe 40 x 40 ist ganz gut. Für so eine Vogelspinne aus Paar, wie hieß die Insel noch? Paraguana. Also das wäre dann die richtige Einrichtung für die Vogelspinne aus Paraguana. Genau. Da holen wir die ja nicht her. Wir züchten die ja selber. Und sowas könnt ihr zu Hause im Terrarium halten. Wir machen jetzt den Haltungscheck. Ich glaube, wir haben genug gelernt heute. Ja. Haltungscheck von? Einer Chromatopelma cyanopubescens oder Cheyenne-blaue Vogelspinne. Die wird so 5 bis 7 Zentimeter Körpergröße ohne Beine. Die kommen da extra dran. Also wenn die 7 Zentimeter Körper hat,
würde ich sagen 15 cm, ja, könnte den Gesamtdurchmesser kriegen. Beckengröße? Mindestens 40 mal 40 und 40 cm auch in die Höhe. Also 5 Jahre ist gar kein Thema, 10 Jahre können die und in Einzelfällen wird man auch nochmal älter. Geschlechtsreife erreicht das Weibchen mit ungefähr 1,5 Jahren, die Männchen sind schon weitaus früher reif. Wenn sie dann früh reif sind oder auch nicht, die Männchen, und das Weibchen aber soweit ist, gibt so bis zu 160 Eier. Brutpflege findet statt in einer Höhle und für die Eier und nachher frisch geschlüpften im Kokon. Als Futter im Endeffekt lebende Insekten, aber auch Aas würde verspeist werden, also sprich tote Mäuse oder ähnliches. Ist schon wirklich eher eigentlich ein Wüstenklima. Ja, und Wüstenklima, Temperatur 25 bis 28 Grad, kann auch mal 30 werden. Nachts kann man die Heizung ausmachen. Bei 18 bis 22 Grad ist das schon in Ordnung. Das Terrarium sollte eingerichtet sein mit einem Sand-Erd-Lehm-Gemisch. Viele Gespinstankerpunkte einer vorgegebenen Höhle, falls sie doch eine Höhle im Erdreich annehmen möchte. Gerade Jungtiere machen das ganz gerne am Anfang, um sich Fressfeinden zu entgehen. Die Beleuchtung hatten wir gar nicht drüber gesprochen. Die sollte 8 bis 12 Stunden lang sein. Brauchen die auch irgendeine UV-Beleuchtung? Nein. Einfach Licht an und gut ist. Und ihr macht nächste Tage wieder Video an. Hier unten links kann man auf Abonnieren drücken, da unten. Kurz danach sieht man da eine Glocke, auf die Glocke drücken und ihr seht jedes Video von uns. Und wir sehen uns nächste Tage wieder. Tschüss, bis dann.